Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute stelle ich euch mein Deck mit dem Namen Das Multiversum vor. Dieses Deck ist nur für wirklich Hardcore-Spieler zu empfehlen, die sich sehr gut mit den Regeln von Magic auskennen, denn es kommt eigentlich fast ohne Kreaturen aus. Die einzige Kreatur, die wir haben, ist das Kosmos-Streitross. Das liegt daran, dieses Deck liegt auf Vorherbestimmung, da ist der Fokus. Das heißt, die Fähigkeit, Karten, ja, sagen wir aus dem Spiel vorher zu entfernen und dann später zu den Vorbeherrschungskosten zu spielen. Und ja, die Karte, die ihr seht, macht es halt billiger und daher effizienter. Ansonsten ist es sehr schwer, mit diesem Deck zu gewinnen. Es gibt theoretisch nur drei Möglichkeiten, beziehungsweise drei Möglichkeiten ist nicht richtig. Es gibt nur eine Möglichkeit mit Schaden und es gibt nur drei Karten, die uns dabei helfen können. Das erste ist die, ist auch die beste, weil die uns Vogelkreaturspielsteine macht, kostet allerdings 7 Mana und wir bekommen einen zusätzlichen Zug. Und mit den Vögeln können wir halt Schaden anrichten. So. Die andere ist weiter oben, ich muss sie gerade suchen. Da ist die statische Entladung. Die fügt ein Ziel, also kann auch Spieler sein, x Schadenspunkt zu, wobei x gleich 3 plus die Anzahl an Ladungsmarken auf dem Ding ist. Danach kriegt das Ding eine Ladungsmarke. Das heißt, wenn wir das irgendwie wieder spielen, kopieren oder sonst was, werden alle statischen Entladungen stärker. Und genau darauf fokussiert das Deck. Möglichst alle Kreaturen des Gegners wegzubomben und damit Schaden zaubern zu überschwemmen. Ist also wie gesagt ein sehr schweres Deck. Deswegen auch ein bisschen Optionen. Stachelfeldgefahr kann als Land kommen, aber auch, wie ihr seht, als Schadenzauber. Die varische Störung kann auch als Land kommen oder als Counter. Statische Entladung hatten wir gerade. Zweifache Treffer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denn wenn wir einen Spontanzauberhexerei mit 4 oder weniger spielen, dann dürfen wir ihn kopieren. Und das heißt, zum Beispiel die statische Entladung würde sich anbieten. Die Mitternachtsuhr, die findet den Decktod, dem wir hier sehr schnell entgegenfiebern. Zudem bekommen wir halt noch, ja, ich sage mal, ein Mana dazu. Wenn sie die 12. Stunde schlägt, dann wird sie halt entfernt und wir dürfen Friedhof und Hand wieder neu mischen und 7 Karten ziehen. Das Spiegelmanufakt, die dazu Artefakte oder Verzauberung zu kopieren. Wir haben ja keinen Artefakt, sondern Verzauberung, die sehr wichtig ist. Die zeige ich dann gleich, wenn wir da hinkommen. Der Nunsche Blitz macht einer Kreatur oder einem Planeswalker 4 Schaden. Mit Vorherbestimmung ist er halt sehr billig auch. Steinhagel ist drin, weil ich den einfach cool finde. Man kann dann Länder zerstören. Und mittlerweile gibt es sehr viele auch nervige Länder. Beziehungsweise, wenn wir den oft genug kopieren, dann können wir den Gegner die Grundlage für seinen Zaubern ziehen. Ich wollte schon immer mal gerne ein richtiges Landzerstörungsdeck machen, wie ich es mal früher im Kartenversion hatte. Allerdings gibt es aktuell, oder seitdem Magic the Gathering Arena draußen ist, keine wirklich guten Kombinationen dazu. Und daher habe ich es vorerst gelassen, aber ich habe das weiter im Kopf. Zur Schmetterung der Schwachen ist ein Flächenzauber. Jede Kreatur kriegt 2 Schaden. Wenn sie sterben würden, kommen sie stattdessen ganz aus dem Spiel. Erblicke das Multiversum, hält sich 2, ziehe dann 2 Karten. Auch ziemlich geil. Wie gesagt, alles mit Fokus auf Vorherbestimmung. Das Kosmos-Streit, was hatten wir? Doppelvision ist die Verzauberung, die ich vor uns angesprochen habe, die wir kopieren sollten. Denn immer wenn zum ersten Mal ein Zug ein Spontanzauber oder Hexerei wirken, dann dürfen wir diesen kopieren und wir dürfen neue Ziele bestimmen. Das ist dann auch geil mit dieser Alruns Eingebung, denn damit können wir haufenweise zusätzliche Züge bekommen. Huch. So, Schädeltrümmersteinfall, das ist wieder, beziehungsweise Schädeltrümmerpass, wieder ein Land, Schrägstrich, ein Zauber, je nachdem, was wir brauchen. Und der ist ziemlich geil, weil er macht halt x Schaden, die wir auf bis 2 Kreaturen oder Planeswalker verteilen können. Beziehungsweise wenn x gleich 6 oder mehr ist, dann zweimal halt. Die Gedankenstätte der Genialität. Wenn wir sie opfern, dürfen wir 2 Karten ziehen. Brauchen wir haben hier nicht allzu viel Karten vor drin, der aber wichtig ist. Das mystische Heiligtum. Dann können wir einen Spontanzauber Hexereikarte aus unserem Friedhof auf die Bibliothek legen, wenn wir es denn spielen. Und die Gedenkstätte des Krieges, die wir opfern können, um ein Land zu zerstören. Das heißt, das geht auch ein bisschen in Landzerstörung. Wir verlieren natürlich selber auch 1, keine Frage. Allerdings kriegen wir halt durch die Mitternachtsuhr das wieder. Dieses Deck ist, wie gesagt, relativ anfällig. Wir sollten testen, so gut es geht. Allerdings können sich die Kämpfe hier sehr, sehr lange hinziehen. Aber ich hoffe, es wird euch Spaß machen, das zu sehen. Und ich hoffe, es wird einigermaßen klappen. Das ist noch komplett ungetestet. Unser erster Gegner ist Bukatino27. Grüße dich. So, wie sieht's aus? 1, 2, echt nur 2? Nee, das ist auch 1. 3 Mana. Ist geil, damit kann man arbeiten. Fangen wir am besten mit Rot an. Hallo! So, er musste schon einen Mulligan machen. Ist für ihn natürlich ein schlechter Start, aber für sie ist so kein
Geschlecht spezifizieren. Wir brauchen ja zwei Blaues. Der muss direkt auch weg. Brauchen gar nicht drüber diskutieren, ob sich das lohnt. Es lohnt sich immer bei dem. Der wird sehr schön, sehr schnell stark. Das Schöne ist, der das Mark bekommt und macht dann 4 Schaden der nächste. Oder auch dem Deck. Leg dann einen Lauf auf diese Karte und auf jede Karte entladen auf deine Hand, in deine Bibliothek und dein Friedhof. Ja. Und da, wir können uns den Friedhof wiederholen, das heißt, die wird mit der Zeit stark. Müssen wir uns nur ein bisschen gedulden können. Das können wir. Problem ist, das Spiegelmanufakt bringt uns jetzt nicht wirklich was, leider. Warum ist der so geil? Wenn ein Spieler oder Planeswalker kommt, schaue dir entsprechend viele Karten von deinem Bibern. Ein Kreatur oder auf Vorzeichen auf deine Hand nehmen, Ding ist. Der hat nicht mal einen Nachteil. Der hat nicht mal einen Nachteil, ich glaub's nicht. Ja gut, komm, mach mal irgendein Land kaputt. Bin nur gerade entsetzt. Ja, der kann uns mit denen jetzt natürlich schnell weggucken, das muss man so sagen, wie es ist. Ach, hat auch noch einen Affen, okay. Das wird ja immer netter. So, jetzt ist die Frage, können wir mit dem hier was anfangen? Oh, ein Kreatur und Planeswalker deiner. Lieber nicht. Jo, das wird jetzt ja etwas unangenehm. Nächsten Zug können wir den auf 3 stellen. Ja, Problem ist, der kommt mit dem dann gleich ran. Ja, jetzt wird es gerade sehr unangenehm. Müssen wir es wirklich tun, ne? Ja, okay, tun wir es. Tut mir wirklich weh. Ich hab ein Spiel, doppelte Vision. Bis dahin müssen wir überleben. Und dann müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. 3 Mana, den verdoppeln, das sind 6 Flächenschaden. Problem hat der Sack hat sogar Eile, oder? Nee, hat er nicht, okay. Dann haben wir noch eine gute Chance. Cool. Ah, okay. Darf ich nicht cool finden, ist mein Gegner. So, mit dem Spiegelmanufakt kopieren wir die doppelte Vision. Und können jetzt insgesamt den hier 3-mal wirken, das heißt. Ich bin das so, 3-mal. Cool. 6 Schaden, damit ist alles weg. So, die erste Offensive abgewehrt. Den behalten wir lieber nochmal. Den werden wir wahrscheinlich bald brauchen. Er konnte jetzt ja gerade ordentlich Karten nachziehen, weil er durchkam. Ja, das habe ich erwartet. Erst einmal holen wir uns noch einen Zug. Das heißt 3 Züge. So, dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir greifen erstmal an, das ist klar. Mit Manufakt holen wir uns noch eine Kopie der doppelten Mission. So, das heißt, den können wir 4-mal kopieren. Das sind 4 Schaden. Also 3-mal kopieren macht 4 Schaden. Mit einem zweifachen Treffer noch öfter. Öfterer. Weiß gerade nicht, was der richtige. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich verzähle mich nicht. Haut aber drauf stehen. 1. 2 3 4 Okay, da hat er keinen Bock mehr gehabt. Ja, das war doch eine Runde. Aber ihr habt gesehen, das mit den vielen Zügen ist ziemlich geil. Genau da hinten in die Richtung wollen wir. Und wir hoffen mal, dass jetzt mit dem nächsten Gegner auch so cool wird. Nur vielleicht, dass wir auch bis zum Ende mal durchhalten. Unser zweiter Gegner ist Mave24.
Oh, der hat die Black Lotus als irgendwas Pet-Figur, Maskottchen. Wesen, das da rumschwabbert. Hier drüben auf jeden Fall. Und er hat eine langsame Verbindung, scheint mir. Oder aber Magic hat momentan einen kleinen Knacks. Nö. Wie viel Mana haben wir denn? Wirklich nur... Nee, das sind auch Länder. Also 3 Mana ist wieder gut. 2 Blau wäre natürlich noch besser. Aber hiermit kommen wir dann schon nah hin. Mal gucken, wie es wird. Blau. Ist das mal alles offen? Anscheinend sehr offen. Komm, für einen Mana kannst du nicht so viele Optionen haben. Ah, ein Deck-Tour-Deck. Gemein ist, eine der Mitternachtsohren ist weg und damit eine unserer Chancen, ein Deck zu umgehen. Wenn man uns alle rausmischt, ist das Spiel vorbei. Müssen wir klipp und klar sagen. Können wir gut Lebenspunkte investieren. Machen wir jetzt auch. Ne, wir zahlen 3 Lebenspunkte, wenn wir den hier tot bekommen. Wenn er spielt auf Deck tot, das heißt, die paar Lebenspunkte weniger machen kein Problem für uns. Wenn er Verteidiger hat, das ist aber erstmal egal für uns. Kommt das ins Spiel. Das Einzige, was Sinn macht, ist, das hier vorher zu bestimmen. Und dann darf er wieder spielen. Spart uns halt ein bisschen Mana. Was wir halt dringend noch blau brauchen, ist ein zweites Blaues, aber das wird schon kommen. Ich weiß nur nicht genau, worauf wir jetzt gerade warten, wenn ich ehrlich bin. Also ich behaupte mal, der hat eine langsame Verbindung. Oder er hat sich über Stoppmarker gesetzt, aber das wäre ja Quatsch. Wie gesagt, wir müssen ihn entweder vorher tot bekommen oder unsere Mitternachtsohr, ich wollte Mitternachtsohr sagen, ziehen. Ich glaube, spätestens mit dir haben wir dann auch keinen Bock mehr. Und wenn ich so lange warten muss, Kumpel, habe ich keinen Bock mehr. Komm. So, also, was machen wir? Wir ziehen erstmal ein paar Karten nach. Soll ein blaues Mana dabei sein, idealerweise. Oh, so ungern ich das mit runterlege. Allerdings, das blaue Mana ist wichtiger. Ha! Gut, dass ich es gemacht habe. Wie ihr seht, hat nichts gebracht. Wer hätte das gedacht? Ja, ich vermute mal, er wird noch ein bisschen Counter auf der Hand haben. Ansonsten weiß ich nicht so, auf was er spielen könnte noch. So, mal sehen, ob er es jetzt wegcountert. Okay, oder macht es direkt kaputt. Auch möglich. Ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht zentral. Vielleicht hat er auch die Hand vor der Zerstörungszauber. Immer wenn du einen Nicht-Kreaturzauber wirkst, kannst du jetzt ein 3-3 Sphinx werden lassen. Okay.
Ja, da passt man mal auf. Mal schauen, ob er uns den Phoenix macht. Hoffentlich hat er jetzt keinen Counter. Die doppelte Vision ist für uns wichtig. Wichtiger ist natürlich noch die Mitternacht so, weil dann kriegen wir alles wieder. Cool. Ein bisschen Glück können wir ihn nämlich dann zu Tode nerven. Ja, damit er die zum Kreatur machen kann. Allerdings, wenn er dafür sein Zeug rausschmeißt, soll es mir recht sein. Ganz ehrlich, das ist okay. Natürlich wäre es schön, wenn wir noch ein bisschen blaues Mana hätten. Aber gut. Ach, das ist blaue Mana. Ich überlege, ob mir, wenn er es ins lassen sollte, konjunktiv, der Spiegelmanufaktor die Doppelvision vielleicht kopieren und mit Steinhagel ihn dann drei Länder kaputt machen, dann kann er nicht mehr viel machen. Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, bin ich ehrlich. Kommt drauf an, was er jetzt macht. Der hier ist Hexerei. Mhm. Ja, wie gesagt, das kann er nicht so allzu oft machen. Klar, er kann mit Hellsicht jetzt noch ein bisschen spielen, aber irgendwann ist dann jetzt auch Schluss. Er wird sich jetzt natürlich die ganzen Zauber raussuchen. Und jetzt können wir auch bald reagieren. Von daher, wir brauchen ein bisschen Geduld. Ah, Gedenkstätte des Kriegs. Das heißt, mit Alruns Eingebung können wir später rechnen. Gucken wir erstmal, was macht. Er hat zwar nur einen Mana, aber immerhin. Zack. So, und jetzt schauen wir doch mal, was du ohne Mana machst. Nehmen wir am besten sein komplettes Rotes weg. Er kann uns nämlich nur Sachen hochbringen, aber keinen Schaden mehr schießen. So, vermute mal, dass jetzt sein Bock relativ weit unten ist. Meiner wäre es. Mal gucken. So, nächsten Zug. Ich werde trotzdem mit dem noch warten wollen. Denn mit einer doppelten Vision mehr können wir doppelt so viel Spaß haben, wortwörtlich. Mal schauen, passiert was. Ich glaube, spätestens wenn wir den dann spielen und der hat insgesamt viermal gewirkt oder dreimal kopiert wird, spätestens dann hat er, glaube ich, keinen Bock mehr. Mal gucken mal. So, das Kosmos Streitros tun wir schon mal rausholen, also vorbereiten mit Vorhersagen. Spart alles Mana. Alles gut. Solange wir keine Eile haben. Sie haben Eile. Okay. Genau für die Variante machen wir jetzt folgendes. Wir machen das hier. Heben uns das aber auf. Unser Pferdchen.
und spielen das noch verdeckt. Jetzt muss uns den auch erstmal runterholen wieder. Ja, es wird spannend. Was macht das jetzt? Fügt ein Retor oder so viel Schaden zu? Okay. Haben wir noch zwei. Alles, wenn er Zerstörungshauer noch kriegt, sind wir dann bald dran. Wir können nur mit Alruns Eingebung dann noch rocken. Eget habt. So, zack. Haben wir jetzt noch ein paar Züge. So, jetzt können wir in aller Ruhe ein bisschen arbeiten. So, ich möchte gern zwei Karten mehr haben. Jetzt noch nicht, aber vielleicht später. So, mit denen können wir angreifen. Eigentlich haben wir schon gewonnen. Er kann ja eh nichts mehr machen, fällt mir gerade auf. Greifen einfach nur mit allen nochmal an und fertig ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen will, ist... Na, eigentlich will ich nichts mehr machen. So, zack, gut spielen. Jo. Und das war unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Paolo. Na, mal schauen. 4 Mana. Und ich kann euch gleich was erzählen. Ich habe eine ganz kleine Decke nur vorgenommen. Ich habe den für 2 Mana rausgenommen, wo wir einmal kopieren können. Und dafür den wiederholten Vital reingetan. Der kostet zwar 4 Mana, aber wir können dann jeden Zauber 2-mal kopieren. Das heißt, mit ein bisschen Glück können wir ganz, 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 ganz viel Spaß dabei haben. Müssen wir es dann überleben. Drum sagen wir jetzt erstmal ganz nett Hallo. Wir haben nebenbei noch nichts auf der Hand, außer das, womit wir eventuell mal ein bisschen Schaden raushauen können. Ist also gerade auch kreuzgefährlich. Allerdings haben wir halt eine gute Basis. Ja, um, wenn wir dann was haben, viel auch zu machen. Wenn wir zum Beispiel das draußen haben und spielen den, haben wir, dann tun wir mal 2, mal 4, mal 8. Wenn ich das richtig rechne. So. Auch getappt ein Spiel. Der ist natürlich geil, die statische Entladung, weil die sich auflädt immer wieder. Das können wir gut gebrauchen. Immer in einer anderen Kreatur, in einem Kontrollenspiel kommt also ein Lebenspunkt dazu. Noch was? Ja, der einen Lebenspunkt, der ist mir jetzt nicht so wichtig. Kann er meinetwegen haben. So, den tun wir deswegen schon mal vorherbestimmen. Bauen wir zum Mana. Und schauen, was da noch so von uns zukommt. Ist das ein Elf? Nee, die habe ich schon. Bringt Mana, okay. So, wir könnten 4 Mana haben, brauchen wir aber nicht. Aktuell. Deswegen lassen wir das. So, und der aufblitzen. Deswegen warten wir da spontan ab. Eventuell können wir den einfach damit wegboxen sozusagen. Oder den Lanova, der ist ja wichtiger, finde ich persönlich. Ein paar BDR zukriegt hier. Also er spielt eindeutig auf 4 Mana. Ja, Abenteuer Works erhält der Junge plus 1 bis 1 bis dann des Todes. Ja, kennen wir. Ist nichts Besonderes. Natürlich wird der Angreifer deklarieren, wenn er kein Mana braucht. Das heißt, wir können den schön wegnehmen, denn er kann auch nichts buffen mehr. Wir nehmen erstmal den weg. So, wenn wir es für ein Mana hätten, könnten wir... Allerdings hätte ich gerne die doppelte Vision schon so schnell wie möglich. Deswegen... 3 Lebenspunkte bezahlen.
Mit denen können wir noch gut blocken, deswegen greifen wir den nicht an und können die doppelte Vision direkt spielen. Wenn es kritisch wird, können wir dann also ein paar Sachen wegrocken. Ich muss nur kurz überlegen, der nächste wird verdoppelt. Wenn wir den spielen, haben wir den zweimal. Das heißt, haben wir dann zweimal wiederholter Wiederhall, heißt wir können vier kopieren. Und der muss definitiv weg. Der wird sehr schnell sehr stark. Ein Mana mehr wäre geil. Dann könnten wir nämlich fast die ganze Armee weggucken. So, wir haben jetzt verschiedene Varianten. Haben wir das? Ich überlege gerade, ob ich Mist erzähle. In den Steinhagel kopieren können wir zwei Länder wegnehmen. Dann triggert der nicht so hardcore und bringt nur die. Würde ich tatsächlich sogar bevorzugen, ehe wir das spielen, weil das können wir eventuell dann nochmal kopieren. Deswegen machen wir erstmal seine zwei Länder kaputt. Wir dürfen kopieren, zack. Und wir warten wieder ewig. Geduld, Geduld. So, wen hatten wir jetzt vorher bestimmt? Kann ich das sehen? Ja, den. Also bestimmen wir den. Da triggert er nicht so hart, weil da muss er erst, glaube ich, 6 Länder. Falls er 6 oder mehr Länder. Genau. Wir hoffen, dass wir noch Mana bekommen, das auch sofort wirkt, weil dann können wir schon mal die statische Entladung kopieren, ansonsten durch die Vision. Ja, wenn mein Land ins Spiel kommt, kriegt er +1/+1 Marke. So, jetzt ist wieder die Überlegung, wie wir spielen. Die sollten wir uns aufheben. Vorherbestimmen kostet ein Mana weniger. Wenn er allerdings zwei Länder reinspielt, oder sogar drei, wir müssen langsam auf uns HP nicht bisschen aufpassen, wir müssen das jetzt riskieren. Bestimmen den vorher. So. Nur wenn du zum ersten Mal in einen Zug, das heißt, das können wir sogar tatsächlich so machen. Wir können das spielen und seinen Zug dann nächstes Mal das kopieren. So, wir werden sehen, ob das klappt, was ich mir immer gedacht habe. Der wird als erster verrechnet. Und dann sollte ja jeder, weil er nochmal kopiert wird, dazu kriegen. Nur eine Frage, ob die auf dem Stapel sind, hat mich jetzt schon gefragt. Ob die das auch bekommen? Nee. So, und der hat jetzt aber trotzdem nur eine Marke, obwohl wir den kopiert haben. Okay. Das finde ich ein bisschen komisch. Lege dann eine dauerhafte Lahnungsmarke auf diese Karte und auf jede Karte nach Starsch Entladung auf deine Hand, in deine Bibliothek und deinem Friedhof. Okay, auf diese Karte hat er nur erhalten, aber die anderen, weil es zweimal gespielt wurde, müssten aber zwei Mark haben in unserem Deck. Okay. Nächsten Zug können wir theoretisch 4 Stück wegmachen. Wenn wir das spielen, dann heißt es, wir tun den nächsten viermal spielen. Spielen wir den. Können wir 4x4 Schaden machen. Vielleicht ziehen wir sogar einen Mana. Dann können wir den dadurch 200 kopieren. Jetzt hat noch nichts draußen, was ich jetzt kritisch finde. Ja, erstmal eine doppelte Vision nochmal raus. Das bringt's. Dann können wir den dreimal quasi. Das heißt, dann wird er der nächste 6-mal gespielt werden, den wir raushauen. Das ist bei dem auch schon dumm. Allerdings brauchen wir 7 Mana. Später. Daher lassen wir das erstmal. Stimmt, den können wir gar nicht spielen, weil uns ein blaues fehlt. Jetzt ist die Frage, wie spielen wir? Er ist ja eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Deswegen, wir warten mal ab. Das können wir spontan spielen. Und das auch. Und das triggert trotz allem auch ja in seinen Zug, wenn es spontan ist. Ja, wir brauchen das blaue Mana. Das ist keine Diskussion wert, was wir damit machen. Und wir warten ab, ganz toll.
Klar, wir können dort angreifen, würden aber auch entsprechend auf den Sack kriegen. Und wir haben nur einmal die Möglichkeit, uns zu schützen. Das heißt, wenn der dann was Starkes rausballert, wären wir hilflos. Das können wir uns nicht leisten. Erstaunlich, wir haben noch keins unserer Cutbows gezogen, die wir aber jetzt dringend bräuchten langsam. Opfer die Gangstätte, zerstören Land deiner Wahl. Nicht gut, wenn man selber das Mana braucht. Wie gesagt, das Risiko können wir nicht eingehen. Wir müssen was auch in der Hinterhand haben, falls da was Großes raushaut. Das zum Beispiel. Jetzt überlege ich, wie war das? Wenn man eine Kreatur zerstört, die mutieren soll, kommt die in normalen Spielen, ne? Zerstöre einen Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Mutation, wenn du diesen Zauberspruch für sein Mutationskunstwerk legst, lege ihn unter oder über ihn nicht. Sie mutiert zur Kreatur. Triggert das dann automatisch schon? Ich glaube ja. Gut, wir testen das einfach mal so. Können ein paar Mal kopieren. Und spielen das. Dann können wir den insgesamt 6-mal wirken. So, der. 1. Zwei, drei, vier, fünf, Sicherheitshalber dann trotzdem noch an den. Und der letzte geht halt ins Leere. So, das ist natürlich auch Reichweite, das ist natürlich ganz unschön. Jetzt haben wir das Problem, wir können alles 10.000 Mal kopieren, aber haben nichts, was wir kopieren können. Ja, müssen wir passen. Das ist natürlich unschön. Das hingegen finde ich sehr schön. So, damit zack. Wir brauchen den nicht mit dem hier kopieren. Machen genug. Müssen wir eventuell seinen Angriff abwarten, dass wir den nicht umsonst rausballern. Schön, er hat vorhin Angriff gespielt. Das ist natürlich für uns ganz gut. Egal was er jetzt auf der Hand hat, wir müssen es trotzdem raushauen, damit wir den Schaden minimieren können. So, jetzt wird er halt ganz oft kopiert. Bringt uns natürlich nicht viel. Null. Das ist natürlich schön. So, 4, 5, 6, 7 Mana. Wir haben genug zu spielen. So, wir können jetzt sehr viel von seinem Deck kaputt machen. Wir können ihn eigentlich so gut. Ich glaube, wir können seinen gesamten Länder zerstören. Das ist auch ziemlich geil. Eine sehr seltene Strategie, die man mal spielen kann. Und da wird er gleich aufgeben, weil er keinen Bock mehr hat. Denn ohne Länder macht das Spiel einfach keinen Spaß. Oder lässt er die Zeit ablaufen, aber vermute mal, er liest es gerade, weil es doch ein bisschen mehr Text. Wir warten. Entweder ist er ein langsamer Leser oder er hat keinen Bock mehr und hofft, dass wir aufgeben. Finde ich immer sehr schade, wenn es letzteres ist. Wenn man verliert, sollte man das auch einfach hinnehmen können. Ja gut, er lässt die Zeit ablaufen, hat keinen Bock mehr. Er könnte auch einfach aufgeben. Aber wenn die Leute, die das so machen, die hoffen halt, dass man selbst keinen Bock mehr hat und dann aufgibt oder dass die Internetverbindung abbricht, das ist immer sehr schade.
Ihr habt ja gerade gesehen, wir haben uns hier quasi wortwörtlich durchgekämpft. Und eigentlich wollte ich euch auch mal jetzt gerade die Gelegenheit zeigen, wie cool das ist, die Gegner alle Länder kaputt zu machen, alle Mana-Ressourcen, er kann nichts spielen. Das geht sehr, sehr selten. Ich war froh, dass ich hier mal eine Taktik gefunden habe. Jetzt kann ich es euch eventuell nicht mal richtig zeigen, weil Kollegia hier die Zeit ablaufen lässt. Vor allem hat er ja auch nichts davon. Das kostet uns beide eigentlich nur Lebenszeit, die wir anders nutzen könnten. Schlimme ist, es sind seine Ohren gleich alle, aber ich glaube, nach jedes Mal, nachdem wir eins deklariert haben, müssen wir, glaube ich, trotzdem wieder abwarten, weil er reagieren könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gestehen. Kann auch sein, weil der Stapel dann an sich verrechnet wird, dass er nicht mehr eingreifen darf. Dann können wir es zumindest nochmal sehen. So, zack. 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 Komm gleich wieder. So. Dann haben wir noch den. Zack. Und den. Zack. So, und dann noch die beiden letzten hier. Auf wen geht das jetzt? Schwer zu sagen, die haben es nach links geschleudert. Okay, zack und zack. Theoretisch können wir jetzt noch mal zwei weitere kaputt machen, gibt's auch nicht. Von daher. Ja, und ihr seht, jetzt hat er keinen Mana mehr. Wir können machen, was wir wollen, aber er wird jetzt gleich im nächsten Zug die Zeit wieder ablaufen lassen, höchstwahrscheinlich. Und dann dürfen wir auch so gewonnen haben. Aber egal, was er macht. Sofern er nicht jetzt irgendwie spontan sich Länder rauszieht. Seht ihr, hat jetzt 20 Karten auf dem Friedhof. Das sind die ganzen Länder, die wir jetzt weggenommen haben. Kann er nichts mehr machen. Ja, wie zu erwarten, lässt er jetzt halt die Zeit ablaufen. Hat er ja gerade auch schon gemacht. Ja, das dauert jetzt noch, wie viel Zeit noch, glaube ich. Das sind 20 Sekunden, können wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also gut, da ich nicht von Anfang gezählt habe, 20 Sekunden kommt wohl hin. Genau. Und das hätten wir jetzt ja schon eher haben können, hätte er sich dazu mal entschlossen, seine Niederlage zu akzeptieren. Aber schön, dass ich euch das nochmal zeigen konnte, wie das ist, wenn ganz so viele kopiert werden. Das kann man übrigens auch mit den Zügen machen. Also wir hätten jetzt statt 9 Länder zerstören oder 10 oder wo wir da jetzt waren, auch so viele Züge noch haben können, wenn wir den richtigen Zauber gezogen hätten. Das ist ziemlich geil. Vor allem, wenn man das kopiert, macht echt Spaß. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Gerne auch einen netten Kommentar, wenn euch das Deck gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!